Weißt du was? Reicht mir jetzt. Ich komme wann anders wieder. Wir heilen uns hier erstmal. Das ist total bescheuert. Kommst du ja wirklich nicht voran an dem Kackort. Was willst du tun? Keine Chance. Ich gehe jetzt durch die andere Seite. Ich brauche jetzt eine kleine Weile zum Heilen, aber die Zeit nehme ich mir. Treffe ich euch? Nee. Zombie-Banner. Gegen Zombie. Ja, umso besser. Dann ist meine Homebase natürlich noch mehr gesaved. Oh, den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ja, aber die machen ja kaum Schaden. Das geht ja voll klar. So. Ein Feind ist in der Nähe. Welcher Feind? Schnicks drin. Zitterwornsaat. Alter, wie viel Zeug wir schon wieder gemacht haben, gefarmt haben. Heftiger Mist. Folgt mir. So, guck mal, selbst wenn der durchs Fliegen irgendwie sich Mana ziehen würde, das wäre mir so egal. Fände ich halt einfach voll witzig. Das wäre zwar ein bisschen komisch, aber... Nein, er ist einfach da. Das finde ich gut. Come at me, bro. War ich soweit schon? Ja, soweit war ich schon. Aber wir werden heute einfach mal drüber hinausgehen. Und ein ganzes Stückchen drüber hinwegfliegen. Weil wir brauchen... was wir brauchen, ist einfach mehr Fortschritt in der Welt. Ich will die Welt ein bisschen mehr erkunden jetzt. Was ich jetzt hier zum Beispiel gerade gar nicht habe. Ah, guck mal, da habe ich schon vorgearbeitet. Sieh mal eine an. Cool. Oh, wie geil der mir hinterher rennt. Sein Blick vor allem. Oh, ich komme nicht raus. Oh, wie sieht es denn da unten überhaupt aus? Ist da was Spannendes? Nein! Alles klar. So, folgen Sie mir. So, genau, da unten in der Höhle waren wir schon. Hier haben wir soweit auch schon ein bisschen erkundet, ausgenommen. Also Rohstoffe gesammelt und so und weiter. Und so und weiter, ey. Oh, ich habe gerade einen riesen Fleck auf dem Monitor, der ist dezent nervig. Das ist mir nämlich aufgefallen. Ich versuche ihn gerade mal etwas wegzuwischen. So. Ah, guck mal. Aber ich habe noch mehr Flecken auf dem Monitor. Ich muss meinen Monitor mal wieder putzen, fällt mir gerade auf. Ja, das sind irgendwie überall nervige Flecken. Auch da drüben. Sehr gut, Marcel. Du hast einen sauberen Monitor. Das Geile ist, mein Bild wackelt gerade extrem. Euer ist nicht. Warte, haben die gerade die ganz gekillt? Ihr Penner. Rache ist süß. Und ich komme da nicht mehr hoch. Toll. Hey, jetzt kann der Typ nicht mehr springen, wa? Nein, ich komm. Boah, Junge. Junge. Hey, was ist denn da? Direkt mir die Aufmerksamkeit. Das ist was ganz anderes gelenkt. Hoch da. Was haben wir hier? Aua. 42 Schaden. Sag mal, wo hängt es hier unten eigentlich? Das sieht mir nach einem Lebenskristall aus. Ich gehe da mal runter. Ich schaue mir das jetzt mal an. Ach ja. Ich kann ja kein Eis mehr kaputt machen. Das ist so cool. Ah.
Ah, ich erst später was. Und zwar Eisenerz. Goodbye. Okay, wo führt mich der Scheiß hin? Ah, hier ist der Halt. Okay, nicht schlecht. Ja. Mach einen Abgang. Blöds Vieh. Aha. Je tiefer wir kommen, desto besser sind die Ärzte. Okay, ich buddel mir mal kurz ein Standbein hin. Ja, das reicht schon. Ja, weil ich will Silbererz haben. Da kann ich mir nämlich eine bessere Rüstung draus machen, aber dafür brauche ich, wie heißt dezent, sehr viel davon. Ja. Oh, ein Live-Kristall, jawohl. Sterb. Das ist meiner. Der gehört sowas von mir. Habboom. Ich sehe nichts. Ja, noch mehr Erze. Boah, guck mal, das lohnt sich hier voll runterzukommen. Boah, ich freue mich gerade total. Merkt man vielleicht auch meine hohen Stimme. Ah, Mann. Ich bin gerade sehr zufrieden. Also, ne, ich hatte ja schon oft so Aufnahmesessions, da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr auf das Spiel, auf das reine Aufnehmen und so. Auf den Schnitt später sowieso nicht. Aber mittlerweile, ja, ist es einfach so, man verändert sich. Kommt schon durch Alter, wo sich dein Körper verändert. Nicht das. So eine kleine Spider-Man-Anspielung. Ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich kenne das Ende, weil ich so ein Spoiler-König bin. Vor allem spoilere ich mich immer gerne selbst. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Auf jeden Fall, das Spiel macht aktuell sehr viel Spaß. Also das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir nur das einzige Problem. Ich komme auf die Karte. Wir sind genauso nah wie das letzte Mal auch. Was bist du denn? Ein Elementar. Granitblock. Was? Alter, was mache ich denn aus einem Granit? Wo kommen die Sounds her? Will ich das wissen? Warum komme ich hier nicht voran? Ja, wo bin ich denn? Und wo ist dieses Vieh, was da so rumgrummelt? Ah, komm, ich sehe doch, da ist wieder Wasser. Oh, ne, Ende. Jawohl, da geht's rein. Aufmachen, Polizei. FBI! Der da. Das ist Eisen. Und du solltest zum Arzt gehen, wer auch immer du bist. Du hast ein ernsthaftes Problem, mein Freund. Ich habe auch ein Problem, und zwar zocke ich dieses Spiel sehr, sehr gerne, aber um ehrlich zu sein, wo ist das Problem?
ich gehe der Sache jetzt einfach mal ein bisschen weiter auf den Grund. Okay, vielleicht will ich das doch nicht. Eigentlich bin ich ja hier, um die Höhle zu erkunden. Und ich glaube, ich glaube, genau das werden wir jetzt auch weiterhin tun. Oh, geh weg. Vom Lebenskristall kriegen wir plus 20. Das bedeutet, das ist ein Riesensprung. Kling, kling, klong, klang. Arme dicht. Sehr bequeme Position. Ah, wir fahren das ja noch ab. Ich weiß ja. Nein, es ist kein Wasser, aber ein Freiraum. Nein. Boah, jo. Rein da, los. Ich nehme auch Kupfer mit. Ist eigentlich irrelevant, was ich hier so alles mitnehme. Hauptsache das Inventar ist aber schon wieder fast voll. Nein, ich wollte mich... Oh. Ich traue Bahn nie. So oft gab es schon Fälle. Dort. Alter, das lasse ich natürlich nicht außer Acht hier. Gut, ich muss jetzt nicht jeden Fitzel mitnehmen. Hey! Alter, was geht denn? Bist du irgendwie auf Drogen? Bremsen, zurück. Boah, eine Mega-Armee. Bam, bam. Und alle tot. Guck mal, schon sind es nur noch drei Feinde von fünf gewesen. Okay, aber ich verschwinde hier mal langsam wieder. Aber warum denn? Ich wollte die Welt erkunden. Und mich hier nicht mit Slimes prügeln. Das ist nicht so mein Fall. Oh Mann. Und jetzt sagt doch noch das Hetze, dass es fast leer ist. Trigger Moment 3000. Und das wird jetzt ewig so gehen. Leute, ich schwöre euch, das wird ewig so gehen jetzt. Ja, komm. Von daher hätte ich gesagt, wir machen mal ganz, ganz kurze Aufnahmeunterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier eine neue Folge ist. Und wenn ja, dann hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Gamer Let's Play und willkommen zu einer neuen Folge. Und wenn nicht, willkommen zurück. Wir machen weiter. Wir spielen weiter, wir machen weiter. Ja, ich habe mein neues Headset ja jetzt, die Packung habe ich noch nebenan liegen. Also neben dem PC.
Und dann habe ich mir gerade gedacht, ich pack mal das Stromkabel, was drin ist, aus und schließe das an meinen Rechner an. Da an das an den USB-Slot, wo ich den immer dran hatte. Und habe dann das Headset dann gemacht und plötzlich kam eine Fehlermeldung. Also so ein richtig langer Piepton, Headset abgestürzt. Und ich denke mir, ja, Logitech, wenn das jetzt wieder euer Fehler ist, ne, drehe ich am Rad. Ich habe ein neues Ersatz-Headset von euch bekommen. Ja, also das alte, was ich hatte, die ganze Zeit schon, ne? Was ich auch während der anderen Folgen benutzt habe, nur halt ohne Funktion, halt nur mit Klinke. Das ist ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich habe es gerade nicht im Kopf. Egal, das war ja Kurzfassung, das war kaputt, weil der ein Update machen wollte. Er sagt so, oh, da gibt es ein Update, das ist schön. Ich so, ja, I like. Und im Update ist er abgestürzt. Heißt, er konnte es nicht komplett vervollständigen, das Update. Er konnte es nicht richtig machen, beziehungsweise der USB-Stick, also dieser Empfänger, den die da mitgeschickt haben, beziehungsweise der halt dabei ist, der hat halt einen Absturz geschoben. Oder irgendwas hat einen Absturz geschoben, das Update ist abgerissen. Und während er halt bei dem Stick war, ist das Update abgebrochen. Und dann konnte der Stick halt nicht mehr richtig gestartet werden, beziehungsweise gar nicht gestartet werden. Also ich hab den ja in den Rechner gesteckt und dann geht er halt wirklich nach 3 Sekunden fängt das Blinken an. Das hat er nicht mehr gemacht. Und der hat auch, was mir letztens aufgefallen ist, dass ich den alten angeschlossen habe, hat er Windows Notification Sound gemacht. Also, dass er erkannt hat, dass da was am PC angeschlossen wurde. Das macht der bei dem neuen nicht. Da fängt es an zu blinken. Das war's. Kein, hey, ich bin verbunden Sound oder irgendwas. Also das ist halt... Ich finde, das ist sehr witzig. Du brennst. Ihr brennt immer noch. Mein Wand hat euch gekillt. Hey, Bro. Junge, du willst doch sterben, oder? Danke. Guck mal, wir kommen weiter als vorher. Was zum Henker ist das hier? Wow, komm mal runter. Ich denke, mich flutet die Gegend hier. Nein, tue ich nicht. Oh, die fliegenden Fische wieder. Boah, ihr seid so nervig, ne? Weißt du was, brennen. Dann halt nicht, dann stirb. So, die waren am Anfang ja auch nervig. Ein Höllending. Mist. Ja, die machen viel Schaden. Ich wollte es euch nur demonstrieren. Sand. Ich will keinen Sand. Ach, jetzt sind wir wieder im Eisgebiet. Yay. Gut, und wieder raus. Genau. Ich war gerade noch bei der Story mit meinem Headset. Wo war ich? Genau, Headset abgerissen. Jetzt habe ich das neue Kabel angeschlossen fürs Aufladen. Und ich habe das immer da angeschlossen, wo ich es immer angeschlossen habe. Nämlich an meinem SD-Kartenleser, der verbaut ist. Der hat nämlich lauter Kartenslots. Also eigentlich jede erdenklichen, die es gibt. So irgendwie so 4-5 oder so, keine Ahnung. War halt standardmäßig beim Kauf verbaut. Und der hat immer reibungslos funktioniert. Da war auch ein USB-Anschluss dabei. Ich so, ja, ist doch cool. Jetzt hat der letztens aber angefangen rumzuspacken. Der SD-Kartenleser. Also der Slot dafür. Wahrscheinlich auch alle anderen, weil das ganze Gerät im Arsch ist. Aber dazu komme ich gleich. Und dann habe ich das angeschlossen. Jetzt wird gestartet und kam erstmal ein fetter Fehler, ne? Ich denke mir, genau, und da war ich ja gerade, ne? So, hoffentlich Logitech ist das nicht euer Kackfehler. Und dann ist mir eingefallen, dass dieser SD-Kartenleser in der letzten Zeit nur Probleme gemacht hat. Also seit ich letztens die SD-Karte anschließen wollte, ging der nicht mehr. Da war tote Hose, da war vorbei. Ich habe mich immer gefragt, so, was ist da los, ne? Gut, also an den Rechner, also an den Gehäuse verbauten USB-Slot angeschlossen. Zack, boom, Headset funktioniert einwandfrei, ohne Fehler. Das bedeutet, dass irgendwas in diesem SD-Kartenleser so defekt ist, dass er die... Ich gehe mal davon aus, dass er die richtige Spannung nicht einstellen konnte. Weil das Headset halt eben gesagt hat, so, oh, da stimmt was, ne? So kann ich nicht geladen werden und ist halt rumgespackt wie Sau. Und
ja, das war halt das Endresultat. Da ging dann halt nichts. Also habe ich an einen anderen Slot angeschlossen und... Et voilà, da hat's geklappt. Von daher... ist das Lösung gefunden. So, wir bauen uns jetzt hier mal eine Runde hoch. Wait. Alter. Ah, oh, was bist du? Du bist bestimmt gefährlich. Ein Skorpion. Ich töte ihn trotzdem. Ich töte hier gerne. Das ist euch schon aufgefallen, ne? So. Gut, wie weit sind wir denn? Ah. Gut, warte. Komm, schnell. Bevor du dann noch irgendwie ertrinkst oder so. Das ist wieder so ein Ding. Wir laufen hier einfach mal gechillt durch. Erze an der Oberfläche ist immer ein Zeichen für, ich habe volles Inventar. Scheiße. Mist. Alter, wie viel Kupfer ist hier? Okay, das ist schon ein bisschen mehr krass jetzt. Ich würde mal sagen, selbstverständlich nehme ich das jetzt alles mit hier. So. So, genau. Wir nehmen... Oh, was willst du jetzt? Komm, geh weg. Please let me in Frieden, ja? Das wäre voll cool. Ja, genau, da oben wird das mal unschuldig abgeschlachtet. Oh, oh. Du greifst den Hasen nicht an. Wenn du den Hasen jetzt tötest, bist du tot. Safe. Und du bist tot. Also ciao. Ich töte den Hasen. Ha! Peter, Peter, der Typ. Der ist böse. Aber das war ja schon vornherein klar. So. Okay, das ist gerade irgendwie viel zu entspanntes Gebiet für einfach nur durchlaufen. Okay. Hier ist jetzt einfach nur wieder Wüste. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen trauen kann. Hier wartet doch irgendwas auf mich. Von mir haben Hände und halten einen Regenschirm. Ich liebe das. Ich bin da Fan von. Was ist das da drüben? Jawohl, das ist der Tempel. Das ist der Tempel. Mein Meister kann nicht bei Tageslicht herbeigerufen werden. Oh mein Gott. Das ist der Skeleton King. Ja, und seinen Scheiß können wir hier auch nicht abbauen. Das ist auch viel zu viel Stuff gerade. Aber ich nehme den Banner hier mit. Ja, perfekt. Weil ich den brauche ich nicht mehr, weil ich habe maximales Mana. Moment, was? Alter, wie geht denn der ab, bitte? Du bist gerade selber in den Schuss gelaufen, mein Junge. Ach du Scheiße. Sehr schnell Mittel. Verwendet 10 Mana, wirft sich. Alter. Guckt euch das mal an. Achtung, jetzt die Sponse. Junge, wie lange können die denn fliegen? Oh,
Das Ding ist ja der Oberhammer. Dass ich den gerade bekommen habe, ist schon ein Wunder. Yeah.